Wir sind die Jacket Ferien Scouts und wir haben die Ehre, dass wir durch die gesamte Steiermark reisen dürfen und eben Ausflugsziele für junge Menschen besuchen dürfen und darüber berichten. Also ich bin Jacket Reporter, also ich schreibe fürs Magazin, mache aber auch die Jacket Graz Videos zum Beispiel und mache ab und zu halt eben Videos und jetzt fange ich auch an, ein Video quasi in der Scout-Reihe, mache ich auch ein Video über Graz. Genau, also das ist jetzt das dritte Mal, also die dritte Edition der Jacket Ferien Scouts. Beim ersten Jahr haben die Maria und ich das gemeinsam gemacht. Im zweiten Jahr war die Maria leider verhindert wegen Arbeit. Und jetzt haben wir das dritte Jahr und dürfen es wieder gemeinsam machen und wir erleben eigentlich die unterschiedlichsten Dinge quer durch die gesamte Steiermark zum Beispiel. Besuchen wir aber manchmal wieder die gleichen Ausflugsziele. Da nenne ich jetzt das Vulcano beispielsweise. Das erste Mal haben wir einfach die Städte besucht und alles betrachtet. Und jetzt und beim zweiten Mal waren wir mit den Schweineln, die es dort eben gibt, gemeinsam duschen. Also man erlebt immer wieder bei den gleichen Ausflugszielen neue Dinge, was sehr, sehr spannend ist. Wir wollen so in die Richtung Kunst gehen, also was für Angebote es gibt, was für Events es gibt. Also in die Richtung Gaming-Events, Anime. Also es ist immer kurz zum Beispiel ein Con. Anime-Con in Graz auch und die werden wir besuchen und in die Richtung werden wir Sachen abdecken quasi. Das ist irrsinnig schwierig zu sagen, weil es eben so eine große Vielfalt gibt und man echt schwer sagen kann, was jetzt das Beste davon war. Aber mir gefallen sehr gut die sportlichen Aktivitäten. Beispielsweise in unserem ersten Jahr waren wir rund um die Riegersburg beim Klettersteig. Das war sehr eindrucksvoll, weil eigentlich kennt man von der Riegersburg vielleicht die Greifvogelschau und das Museum, aber den Klettersteig nicht wirklich. Das hat mir sehr gut gefallen. Erinnerst du dich an irgendwas, was dir sehr gut gefallen hat? Ja, ich wollte genau das Gleiche sagen. Riegersburg, also der Kletterrundgang, der war wirklich prägend für mich, weil sowas erlebt man nicht jeden Tag. Dieses Wochenende sind wir natürlich auch wieder unterwegs und wir waren jetzt schon in Graz unterwegs und werden dann weiterfahren nach Kapfenberg zur Burg und auch der Schlanzberg ist am Plan. Das Ganze kann man auf Jacket sehen, auf Instagram und natürlich auf YouTube und auf dem Blog von Jacket.